Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit einem Charakter, der wahrscheinlich dem ein oder anderen nicht mehr bekannt sein dürfte. Die Rede ist hierbei von Bob Ochken und ich habe insgesamt 10 Fakten über diesen herausgefunden. In der Hoffnung, dass ihr also den ein oder anderen Fakt davon noch nicht kennen werdet, wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Fakt Nummer 1. Beginnen wir erstmal mit dem Wichtigsten. Wer zum Geier war Bob Ochken? Nun, seinen ersten Auftritt hatte er im 6. Teil innerhalb eines Denkarium-Rückblicks, wo er vom Ministerium beauftragt wurde, die Familie Gorn zu besuchen, da Morphin wiederholt gegen das Verbot der Zauberei Minderjähriger verstieß. Fakt Nummer 2. Dies tat Bob Ochken, weil er selbst im Zaubereiministerium, genauer in der Abteilung zur magischen Strafverfolgung beschäftigt war und diese Abteilung in den 1920er Jahren sogar leitete. Fakt Nummer 3. Geboren wurde Bob Ochken spätestens im Jahre 1908. Verstorben ist er auf natürliche Weise einige Zeit vor dem 7. September 1996. Fakt Nummer 4. Bob Ochken war sehr wahrscheinlich mit Tiberius Ochken verwandt, ein ehemaliges Mitglied des Zaubergamots. Er trat aber aus eben jenem aus, nachdem Fudge Dolores Umbridge zur Großinquisitorin von Hogwarts machte und wegen der ständigen Diskreditierungsversuche von Harry Potter und Albus Dumbledore durchs Zaubereiministerium. Fakt Nummer 5. Bob Ochken war entweder rein oder Halbblut. Dies ist darauf zurückzuführen, dass er Schwierigkeiten hatte, sich unter Muggeln auch als solcher zu verkleiden, ohne direkt als Zauberer aufzufallen. Etwas, was wohl kein Problem für ihn gewesen wäre, wenn er muggelstämmig gewesen sei. Weiter geht es mit Fakt Nummer 6. Optisch wurde Bob Ochken als, ich zitiere, kleiner, rundlicher Mann mit einer enorm dicken Brille, die seine Augen zu Maulwurfsflecken reduzierte, beschrieben. Fakt Nummer 7. Es gibt einen gleichnamigen Feuerwhisky namens Ochken's Old Fire Whisky in der Wizarding World. Ob dieser aber in irgendeiner Form mit Bob Ochken in Verbindung steht, ist nicht bestätigt. Fakt Nummer 8. Festzuhalten ist, so unglaubwürdig das auch klingt, aber Bob Ochken ist indirekt schuld an der Existenz Voldemorts. Ja, ihr habt richtig gehört, denn wäre er damals nicht mit Verstärkung zurück zu den Gorns gekommen, um Morphin und Marvolo festzunehmen, wäre Voldemorts Mutter Merope nie freigekommen und hätte demzufolge nie Tom Riddle Senior kennengelernt. Fakt Nummer 9. Marvolo Gaunt beleidigte Bob Ochken als Schlammblut, eine Beleidigung, die ja eigentlich gar nicht zutreffend ist, denn wie eben bereits gesagt, war Bob entweder rein oder Halbblut. J.K. Rowling bestätigte jedoch, dass der Begriff auch für Halbblüter verwendet werden kann. Und zu guter Letzt Fakt Nummer 10. Macht euch nichts draus, falls ihr den Charakter Bob Ochken vergessen haben solltet. Immerhin hatte der Gute einen Auftritt auf gerade mal 13 Seiten einer ganzen Buchreihe, bestehend aus 7 Büchern und einem ganzen Arsenal an Nebencharakteren. Da kann man schon mal was vergessen. Ja, das waren meine 10 Fakten über den Charakter Bob Ochken. In der Hoffnung, dass ihr vielleicht den ein oder anderen Fakt davon noch nicht kanntet, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und vielleicht ein Abo auf meinem Logo freuen. Weitere Faktenvideos findet ihr unten in der Playlist und in diesem Sinne euch allen einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!